Ganzkörpertraining, quasi fast. Wir haben auch die Zugübung ein bisschen Problem zu Hause, aber so grob kriegen wir es hin. Kniebeuge, und zwar in Slow Motion, bedeutet so zwischen 3 und 5 Sekunden lasst ihr euch Zeit für runter und dann wieder hoch. Und jetzt toppt man das Ganze mit Halten sozusagen. Das heißt, wir gehen die Kniebeuge so, 21, 22, 23 und dann haltet ihr hier so 3 Sekunden. 21, 22, 23, dann geht's weiter. 21, 22, 23 und wieder hoch, genauso langsam, wieder 3 Sekunden halten. Und dann wieder 3 Sekunden den Rest nach oben. Und dann geht es wieder ganz langsam gleichmäßig runter. Wieder mit den 3 Sekunden halten und so weiter. Bis ihr nicht mehr könnt. Okay? Dann kurz ausschütteln. Und dann mit Liegestützen weiter. Auch Slow Motion, aber ohne Halten. Das heißt, ihr geht nur 3 bis 5 Sekunden ganz langsam nach unten. Schön gleichmäßig rum, stabil halten. Kurz Brust berühren. Und langsam gleichmäßig nach oben. Die Mädels können das natürlich auch noch mit den Knien. Hier auch schön langsam gleichmäßig. Halt den Rumpf gerade. Und dann wieder 3 bis 5 Sekunden langsam gleichmäßig nach oben. Auch so lange, bis ihr sagt, aus, Ende, Feierabend. Dann kurz ausschütteln und dann macht ihr wieder die Kniebeuge weiter. Und das macht ihr so lange, ihr könnt immer nach dem Komplex vielleicht eine Minute durchatmen. Und dann macht er das so lange, dass er sagt, ich kriege gar nicht mehr langsam oder halten hin. Und dann sagt er, ich denke mal, 5 Durchgänge sollten drin sein, vielleicht sogar 10. Sportfrei, schönen Montag.